Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich glaube, wir sind bei Video Nummer 8 aus 2020. Im letzten Teil, der euch ja hoffentlich gefallen hat, ging es nach Lissabon zum Stadtausflug. Jetzt bin ich wieder zurück in Orera und am nächsten Morgen wollte ich ganz früh aufbrechen, um weiterzufahren Richtung Sinesh, immer weiter Richtung Süden, um dann Cap Dão Vincente zu kreuzen, zu runden. Und ja, entweder dann am Kap zu stehen für die Nacht oder aber nach Lagos oder noch weiter rumzufahren. Schaut selber, wie es mir dabei ergangen ist. Ja, guten Morgen. Ich komme gar nicht so gut drauf. Heute Morgen gab es kostenfreie Brötchen in der Marina. Hat der Marinero vorbeigebracht. Allerdings erst um, weiß ich nicht, halb neun oder so. Um 8 fängt die Rezeption an. Wahrscheinlich vertüten die dann die Brötchen. Wahrscheinlich vertüten die dann die Brötchen und so weiter. Nur ich wollte natürlich los, deswegen sind sie noch zu. Ich werde gleich ein zweites Frühstück machen und die Brötchen verputzen. Mit 44 Euro war der Hafen recht preiswert. Hochsaison Lissabon muss man natürlich berücksichtigen. Ja, und jetzt bin ich im Augenblick unterwegs nach Sines. 50 Meilen, deswegen wollte ich relativ früh los, was vielleicht nicht so ganz geklappt hat, aber okay. Es ist, wie ihr hört, kein Wind. Dafür aber auch mal relativ wenig Dünung. Ja, das Cap Sesobal, den portugiesischen Namen spare ich mir. Da ist auf jeden Fall eine Stadt hinter mit einer Lagune, wo man ankern könnte. Aber alles relativ flach, relativ eng und relativ fischig. Ich nehme an, also Fischkutter-lastig. Ich nehme an, dass ich auch gleich wieder Spaß mit Reusen kriegen werde, also mit Fischerhähnchen. Im Augenblick sind wir noch im Tiefseegraben, der von hier bis auf den Atlantik geht. Mit roundabout Wassertiefen 600 bis 1200 Meter. Und ja, dahinter dem Kap wird es dann wieder flacher. Irgendwie auch im Nebel jetzt das Kap so ein bisschen verdattelt. Boah, und das Kap wohl ein bisschen näher. Ich habe die Segel rausgenommen. 4,6 Knoten Fahrt nach Logge. Die ist noch ein bisschen verklemmt, glaube ich. Oder zeigt ein bisschen zu wenig an, ich weiß es nicht. Muss ich mal schauen. Ja, und aktuell noch 0,0, 0,6, 1,1 Knoten Wind, irgendwie sowas. Ja, mit dem Nachteil, dass ich jetzt hier im Schatten stehe, ne? Aber ein wunderbarer Blick aufs Kap. Ja, erste Aufnahme von Sines, würde ich sagen. Im Spanischen wird Sines heißen, bei den Portugiesen bin ich mir eben nicht so sicher. Ja, der größte künstlich angelegte Hafen Portugals. Und von einigen Leuten als der hässlichste Hafen bezeichnet. Aber die Sanitäranlagen sind toll. Ich bin gespannt, es soll schöne Ecken geben. Jo, da ist die Reede, wobei der eine MSC gerade wegfährt und der andere MSC gerade da an die Quaimauer geht, um Container zu wechseln. Ja, das sind da noch Hafenanlagen. Da ist der Yachthafen schon. Da ist wohl der Fischereihafen. Und hier ist das Ölterminal. Wobei das da drüben, glaube ich, Gas ist, ne? Und da ist die Sonne. Ja, ein erster Blick auf Sines Hafen von der Uferpromenade aus. Ich habe mal jetzt für 3 Nächte gebucht. Glaube, das habe ich mir verdient. Und ja, bis nächste Woche Freitag werde ich ja wohl Portimão dann schaffen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Mal schauen. Also, da hinten seht ihr die Industrieanlagen von Sines. Und ja, ich bin immer noch nicht so ganz dahinter gekommen, warum einige Segler sagen, oh, Sines ist so hässlich. Aber die Anlagen sind gut. Also, Sines ist die Geburtsstadt. Vasco da Gama, der hat Brasilien entdeckt, ist dann, ich weiß nicht, ob er Brasilien entdeckt hat, auf jeden Fall sind sie im großen Bogen unter Kenntnis des planetarischen Windsystems
dann zum Kap der Guten Hoffnung und dann weiter bis nach Indien gefahren, also quasi den Seeweg um Afrika rum. Nach Asien hat er entdeckt, wo es halt Gewürze gab, die wie Gold gehandelt wurden, zum Preis davon. Ja, ich stehe hier oben an der Festung, drehe mich einmal rum und da habt ihr den Strand und das Meer wieder im Hintergrund, das habt ihr sowieso am liebsten, glaube ich, ne? Ja, also sehen es selber, mir persönlich gefällt es relativ gut, es ist nicht so touristisch überlaufen wie Nazaré oder der Peniche fand ich auch relativ touristisch und relativ stark von Fischern benutzt und besiedelt. Das trennt sich hier sehr schön, die sind da hinten, die gehen hier mit Langleine raus und von daher ist es also auch, hast du von denen eigentlich auch Ruhe. Die Sanitäranlagen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind absoluter Durchschnitt. Der Trockner für 4 Euro macht nicht wirklich eine Waschmaschine trocken. Ich habe das ganze Schiff aufgehängt und überall Sachen hingehängt. Also für die Sanitäranlagen gibt es keine Bestnoten und für den Hafen selber. Der Preis ist auch okay, 30 Euro. Wobei die hier wieder 24 Euro haben wollen und dann die Märchensteuer oben drauf kommt. Also 30 Euro irgendwas passend sind da die, ist ja der Tarif. Was sehr günstig ist, ich habe mich jetzt für 3 Nächte eingebucht. Wenn ich aber die Ankerliga sehe, hätte ich die 3. Nacht sicherlich auch vor Anker machen können. Aber okay. Dann schaue ich nachher mal, wie das Wetter wird und wann ich dann rausgehe. So, jetzt habt ihr wieder spanischen Untertitel, ne? Ich bleibe im Schatten stehen. Ist mich recht heiß. Wie in Deutschland gerade auch aktuell. Naja, hier ist das Innere der Festungsanlage. Welche Bedeutung hat, müsste ich jetzt wieder im Dingensbuch nachschauen, im Reiseführer. Ja, man sieht halt auch direkt, dass Kalk relativ knapp hier in der Ecke war oder teuer. Deswegen nur die wichtigsten Gebäude dann gekalkt wurden. Heute ist mein Kameraschwenktag. Der tägliche Espresso. Leider ohne frisch gepressten O-Saft. Ja, vielleicht gibt es den ja gleich im Supermarkt. Sonnes bei Sonnenuntergang. Wo die Musik herkommt, die ihr da im Hintergrund hört, konnte ich bisher noch nicht ermitteln. Würde mir vorstellen, das könnte auch Karibik sein, oder? Da hinten die Ölterminals. Da ist dann der natürliche Wellenbrecher. So, ich schwenke wieder zurück und lass da mal laufen gehen. Und die Yacht hier an der Tankstelle, ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann, die hat den Blister draußen gehabt heute und hat den dann nicht reingekriegt, weil den wieder sich vertürt hat. Das Vorstand gewickelt oder so. Naja, und dann haben sie jetzt mit dem halbgesetzten Blister hier einen Höllenanleger gefahren. Die auch geklappt hat. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass die nicht ihren Blister irgendwie klarieren jetzt, wo wir relativ wenig Wind haben. Ja, ich bin immer noch in Sinnes. Morgen soll es losgehen Richtung Süden, Richtung Kap Dao Vincente. Über Nacht sind jede Menge Schiffe aus dem Hafen abgehauen. Da drüben war ja alles voll. Und ja, besonders beeindruckt. Oh, unser Kindergarten-Typ ist auch weg. Besonders beeindruckt war ich von den Leuten, die ja im Prinzip direkt neben mir lagen. Da war ein Platz frei und dann lagen die da. die mussten heute Morgen um 3 Uhr, wir reden von 0300 mitten in der Nacht, ablegen. Und das Ganze mit Schulgedödel. Also mit der ersten Rede mit dem letzten. Leute, ich finde es schön, wenn ihr Ausbildung macht und wenn ihr dem Seglerverband glaubt, dass der Kapitän möglichst viel brüllen muss, aber dass die Portugiesen jetzt auch schon Scheiß machen, ehrlich, wertschätzende, freundliche Kommunikation, ich weiß, ich war früher auch nicht anders, reicht absolut aus und vor allem bitte morgens um 3, wenn ich schlafen will, dann nicht, also wenn ihr mal in der Nähe von mir seid, macht so einen Scheiß nicht.
gut, ja, ich gehe jetzt duschen. Wird ja wohl leer sein, weil sind ja alle weg. Meine Karte habe ich, mein Schnutenpulli habe ich. Eigentlich habe ich alles. Schauen wir mal. Wenn du in den Gassen keinen Platz mehr hast für eine Fußgängerverbindung, baut man sie halt einfach an die Klippen ran. Kann dann einfach da so beginnen mit Beleuchtung, indirekter Beleuchtung. Und das verbindet dann. Ja, und so sieht das von dem Behelfsgehweg, Ersatzgehweg, keine Ahnung, von der Brücke aus. Morgen. Ich habe vergessen, ich glaube, es ist der 3. August. Ich glaube, Montag. Alle müssen wieder ins Büro, außer die, die Urlaub haben. Naja, und ich muss sowas Ähnliches. Ich gehe gerade raus aus Sinis. Mit Kurs, Gabo, Della, San Vincente, irgendwie sowas. Auf jeden Fall Cap Vincente. Mit einem wunderbaren Leuchtturm. Und ich hoffe, dass ich hinter dem Cap irgendwo einen ruhigen Ankerplatz finde. So, mal ein letzter Blick auf Sinis. Hey, ja. Motor läuft, Segel sind noch nicht oben, weil ich erst hier aufräumen muss. Ich bin ja so ein Unfallverhüterli. Ja, wir gleich die Segel rausnehmen. Ich rechne, weil wir ziemlich starken Wind hatten die letzten Tage hier unten auch, dass wir einen Meter Windsee haben werden und einen Meter Seegang, die sich dann wahrscheinlich beschissen überlagern werden. Schauen wir mal. So glatt wie hier im Hafen könnte es natürlich überall sein, das wäre schön. Wobei, so richtig glatt ist das auch nicht. Aber mal. Moin. So, irgendwie fahre ich hier gerade durch ein Fischfach. Hier seht die Segel. Da vorne ist irgendwo Capo di Vincente. Capo Vincente. Wir haben immer noch schweren Segel. Und die Albatrosse. Die Albatrosse umkreist mich die ganze Zeit schon. Und Delfine auch. Ich weiß gar nicht, ob ihr die sehen könnt. Und ab und zu haben sie einen und dann stechen sie senkrecht ins Wasser rein und holen sich den Fisch. Ja, die Delfine sind bei dem schweren Seegang eher tiefer, weil da bringt ihnen das überhaupt gar nichts. Ah, Samilo. Ja, wir haben immer noch schweren Seegang. Die Atlantikdünung, ich hoffe, dass sie hinter der nächsten Klippe da drüben dann gleich nachlässt und dahinter will ich mir dann einen Ankerplatz suchen. Weil man halt hier hinter den Klippen auch schon ankern können soll. Aber es ist wirklich jetzt da. Ja, da steht gerade der Kappeffekt ein bisschen zu. Cap Dao Vincente von der anderen Seite. Naja, 8 Knoten Wind angeblich, 14. Schauen wir mal. Müsste ja gleich nachlassen, wenn ich hinter der Ecke bin. Tja, da war ich noch fröhlich. Dann kamen noch ein paar Delfine, das steigert ja sowieso immer die Laune wie nix. Aber genau am Cap setzte dann extrem starker Regen und Hagel ein. Der Wind knallt darauf auf Sturmstärke. Schwerer Seegang davor und ich habe die Yachten da rollen gesehen und hatte jetzt nach dem Turntag da noch nicht wirklich Bock, da dann vor Anker zu gehen und eine unruhige Nacht vor Anker zu verbringen. Punktum, ich habe mich dann entschlossen, weiter nach Lagos zu fahren, nochmal 14, 15 Meilen, irgendwie so etwas. Und naja, da hatte ich halt noch die Hoffnung, dass dann alles besser wird und ohne Probleme klappt. Seht selbst. Ja, meine Stimme ist jetzt ein bisschen schlappi bei den Hintergrundgeräuschen. Deswegen vertone ich das mal eben schnell nach. Das ist jetzt ein Fischereigebiet. Hinter der Ecke ist Lagos. Wir müssen so 20.30 Uhr roundabout haben. Und irgendwie kurz vor dem absoluten Niedrigwasser. Und naja, nach Karte dachte ich, dass man in Lagos bei Niedrigwasser ohne Probleme rein kann. Ihr Lieben, da auf der Uhr seht ihr, es ist
6 Minuten vor 9. Ich habe es tatsächlich geschafft, in Lagos einzulaufen. Einer der teuersten Häfen überhaupt. 60 Euro. Um 9 Uhr machen die hier Feierabend. Steht da auf dem Schild. Ich liege hier nämlich am Dong, Dong, Dong. Weil ich zu spät gesehen habe, dass vor dem, der da vor mir liegt, aus Lissabon, der liegt ganz am Ende von dem Steg. Davor kommt dann die Brücke, aber zwischen der Brücke und ihm sind bestimmt noch so 30, 40 Meter Platz. Nur, ich zeige euch das mal eben. In dem Fahrwasser, da drüben irgendwie liegen so ein paar Bälle. Das markiert wohl die andere Seite, keine Ahnung, auf welcher Tiefe die Bälle liegen. Aber in dem scheiß engen Fahrwasser mit 3,40 Meter haben wir noch, weil wir gerade Niedrigwasser haben, wie ihr halt sehen könnt. Dann noch weiter bis zur Brücke vorzufahren mit dem Risiko, dass ich dann da auf dem Teller drehen muss und eventuell gar keinen Platz habe und so. Und in der Dunkelheit, wenn ihr jetzt mal so gucken wollt, dann ziehst du ja kaum. Also. Aber ich finde das cool, ich rufe die Marina und sage, komm hier an, hallo, ist jemand da? Ja, das ist einfach nur so geil. Ich rufe die Marina, keiner antwortet. Heißt aber ja, wo ich die Marina gerufen habe, ich muss mal so umrühren, wo ich die Marina angerufen habe, war es ja wohl ziemlich offensichtlich erst 8:30. Aber keine Ahnung. Naja, jetzt esse ich was, jetzt trinke ich was, jetzt muss ich ein bisschen runterkommen. Es war ein scheiß langer Turn. Ich bin um 7, glaube ich, abgelegt. Die ganze Zeit runter mit der Atlantikdünung auf dem Arsch, also Raumschot. Nee, warte mal. Der Wind Raumschot und die Dünung von 90 Grad. Halt, dass du die ganze Zeit nur am Rollen bist und natürlich am Raumschot rumschuckeln bist. War nicht gerade angenehm am Cap Dao Vincente. Dann natürlich Kreuzigang, ist ja klar, es läuft ja hier die Strömung minimal gerade irgendwie raus. Auf jeden Fall Welle gegen Dingens und Dangens und Dungens. Und überhaupt irgendwie total dämliche Kreuzseen. Und es kam auch gegen Nachmittag immer mehr Windsee auf. Also von daher hatten wir sowieso schon Kreuz in den Seegang. Naja, und dann knall ich um die Ecke rum und denke so, ja, komm Leute. Und denke mir, komm Leute. So wie ich hinterm Kap bin, lässt dann der starke Wind nach und alles gut und keine Ahnung. Denkst du, dann kommen da Schauerböen rein und zwar Halleluja. Ich würde sagen bis 35 Knoten. Ich, die gehen nur noch voll draußen. In dem schweren Seegang wollte ich dann auch nicht unbedingt reffen. Ich meine, ich bin Einhandsegler, da muss ich ja nicht so früh reffen, weil wir fahren ja mit einer kleineren Segelfläche, damit wir, ja gut, die Segel schonen auch, ja. Damit wir ein Manöverbordmanöver fahren können. Aber wenn ich nicht mehr an Bord bin, weiß ich jetzt nicht so richtig, wer das fährt. Ich glaube, Morgane mag mich, aber ich glaube nicht, dass der es alleine fährt. Wäre eine coole Erfindung, ne? Könnte ich Geld mit verdienen. Naja, Punkt um. Ich habe dann irgendwann, wo die Böen dann ein bisschen nachgelassen haben oder Seegang dann nachgelassen hatte, dann ein bisschen gerefft und ja, wieder weitergeknallt. Nur, sorry Leute, bei 35 Knoten Wind kann ich einhand nicht in einer Bucht ankern. Ich muss ja nach vorne laufen und bei den Windgeschwindigkeiten müsste ich mal ausrechnen, wie schnell mein Schiff wegtreibt, ob ich dann auf der Stelle laufe oder wie das dann geht. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, und dann so eine unruhige Nacht vor Anker auch nicht. Was ich jetzt nicht auf dem Plan hatte, war irgendwie, dass die 3 Meter Solltiefe der Rinne hier nicht so ganz gegeben sind. Die geht teilweise bis auf 2,40 Meter Solltiefe oder Kartentiefe runter, was halt eben dann bedeutet, dass wir 3,90 Meter haben. Und dann ist sie auch nicht gerade raus ausgebaggert, sondern muss wirklich im Bogen fahren nach Kartenplotter. Ja, als ich schon drin war, war es dann wirklich zu spät zum Umdrehen. Und ja, dann muss er halt da durch. Ne? Aber auf jeden Fall eine neue Farbe von der Unterhose jetzt. Sie war vorher schwarz, sie ist immer noch schwarz. Ne? Das Einlaufbier habe ich mir heute mal redlich verdient. Und ich glaube, ich hole mich gleich in die Falle. Wobei hier oben ist Kirmes. Vielleicht gehe ich auch noch eine kurze Runde um Pudding. Falls ich vom Steg runterkomme oder ich check mal, ob ich runterkomme. Schauen wir mal. Okay. War ist das ein Kirmes im Probebetrieb? Oder die gehen hier um 21 Uhr ins Bett, kann natürlich auch sein. Oder kommt ein Auto. Oder es geht keiner mehr auf den Kirmes. Kann natürlich auch sein.
Nee, da sind Leute drin. Ey, da sind Leute drin. Der Kürbis ist dann auf. Ich bin bekloppt. Probieren würde ich probieren, wenn ich mich nicht. Allerdings vibriert die Brücke wie Socke. Ja, Lagos Uferpromenade. Bei Nacht. Und da sieht ein bisschen merkwürdig aus. Also ich weiß nicht, warum da Lissabonner ganz hinten an der Pier liegt. Dahinter liegt die Morgane. Also ich kann nichts erkennen auf dem Bild. Das ist der Mond. Da steht Bahnhof von Lagos dran. Irgendwas fehlt mir allerdings jetzt an diesem ehrwürdigen Bahnhof. Ah, guck mal, da drüben ist der neue. Okay. Die sind ja witzig. Ja, und das ist dann wohl der alte Bahnhof, ne? Ja, da ist die Steinküste von Lagos. Lagos? Keine Ahnung. Ein ungeheurer Touri-Verkehr in, naja, meistens halb bis dreiviertel besetzten Booten. Du kannst hier Delfintouren machen, Spaß auf dem Wasser, Planschetag quasi, dir die Formation von der Nähe aus angucken, mit dem Speedboot lächerliche Runden drehen und also etwas. Also unglaublich. Da ist ein Verkehr morgens an der Tankstelle, da habe ich ja übernachtet, ein riesen Aufwand, weil sie alle tanken wollen. Klar, wahrscheinlich hat abends die Tankstelle zu, wenn die noch mal machen. Naja, das ist jetzt die Algarve-Küste von Lagos nach Portimao. Da oben ist ein Hubschrauber. Ja, nach vorne werfe ich gleich mal einen Blick in die Einfahrt von Arvao. Ich werde da nicht ankern. Die Seekarte sagt 1,40 Meter, mein Plotter sagt 2 Meter. Gezeitenhöhe 2,70 Meter, aber nach der Einfahrt von Lagos habe ich genug Algarve-Aufregung. Um ehrlich zu sein, ich gehe direkt nach Portimao rein. Werde aber unterwegs nochmal die eine oder andere Bucht mehr angucken. Ja, guten Morgen. Die Nacht war relativ unruhig und naja, jetzt ist gleich Mittag, 12 Uhr oder irgendwas, 11.30 Uhr glaube ich die Ortszeit, und ihr hört da schon, ihr seht da schon, der Urlaubsbetrieb hat begonnen. Yeah, so super, Urlaub, Holidays, it's a summer holiday. Mein Gott. Ich bin ja nicht einer, der unbedingt so viel Ruhe haben muss, aber Lagos, Portimao, ist im Augenblick ein bisschen heavy für mich. Ja, ich habe die Nacht wenig geschlafen, weil natürlich dann irgendwann der bekloppte Touri-Verkehr aufgehört hat. Mein Gott. Nachdem dann irgendwann der Touri-Verkehr aufgehört hat, sind die Fischerboote rausgegangen. Ja, so ist das im Leben. Naja, und jetzt gucke ich mal, wo in Portimao der Waiting Pontoon ist. Ich glaube ja da vorne, dann kann ich da gleich schon mal reingehen. Und dann auf meinen Assistant warten. Okidoki. Sieht gar nicht so aus, wie Finger stehen. Naja, ich gucke mir das mal an. Ja, ansonsten zeige ich euch nochmal eben die Landschaft hier draußen. Ja, das ist also jetzt die Lagunenlandschaft von Portimao. Ich halte das hier vorne für die Portimao Marina. Sieht auf jeden Fall sehr schnucklig aus, bis auf die Hochhäuser. Das ist Morgane. Ja, the waiting pontoon ist die Pontoon in front, in a hammerhead from the island or something else. Mandala, here is Marina Portimao. The waiting pontoon is in front of a yellow round building near the pump station, over. Near the pump station, okay. Aber look. Ja, und dann ist das da, die Festungsanlage, die alte, wieder aufgebaut. Natürlich touristusmäßig nutzbar. Und da hinten habe ich die Nacht gelegen und ja, wie ihr jetzt gehört habt über Funk, muss ich jetzt mal den Welcome-Wagen finden. Jo,
diese rot-orangefarbenen Häuser habt ihr schon gesehen, das ist die Hotelanlage. Die Morgane liegt hinter dem Inselchen da hinten. In der Mitte davon ist noch ein Pool für die Hotelgäste. Ja, und dann ist hier das zweite Hafenbecken. Und so können da möglichst viele Gäste halt von ihren Zimmern, das sind immer zwei Zimmer, also vier Zimmer pro Eingang im Prinzip, können möglichst viele Leute auf das Hafenbecken gucken oder auf die Lagune oder Rio oder wie die das hier nennen. Ja, da drüben haben wir gelegen die letzte Nacht. Diese Nacht wird ruhiger. Da kommt der Leuchtturm und die Hafenausfahrt. Tja, und damit sind wir mal wieder durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, liked den Kanal, hinterlasst einen netten Kommentar, was immer ihr möchtet. Im nächsten Video geht's dann weiter. Wir sind ja in diesem Jahr immerhin bis Sevilla gekommen, was für eine Corona-Pandemie ja ein Rekord ist.